Hallo zusammen, heute möchte ich zeigen, wie ich noch eine Orchidee gemacht habe. Das ist meine dritte Orchidee, aber eigentlich das war die erste, mit der alles angefangen hat. So sieht sie aus, hier fällt noch eine Blume. Ich habe sie auseinandergenommen, damit ich zeigen kann, aus welchen Teilen eine große Blume besteht. Um eine Orchidee zu machen, brauchen wir alle diese Teile. Ich beginne mit den einfachsten, das sind diese Blätter. Sie sind 4,5 cm lang und die Mitte beträgt 2,5 cm. Die Mitte habe ich nur aus durchsichtigen Perlen gemacht. Dann habe ich hellblaue benutzt und dunkelblaue. Und das ist dieses Muster, das ich ausgewählt habe für diese Blume. Ich habe hier eine Mitte und dann noch vier Reihen. Ich brauche drei von solchen Blättern und sie sind so in der Blume. Das ist eine grobe Vorstellung. Dann habe ich zwei von solchen Blättern gemacht. Hier sind auch hellblaue Perlen und dunkelblaue Perlen. Die Länge beträgt genauso 4,5 cm und die Mitte ist auch 2,5 cm, genauso wie hier. Ich habe hier eine Mitte, dann drei Reihen gemacht und dann habe ich in der dritten Reihe Abstand gemacht. Und dieser Abstand beträgt 10 Perlen. Und nach diesem Abstand habe ich noch zwei Reihen gemacht. Diese Blätter sind so. Dann kommt das größte Blatt und das ist auch das schönste Blatt. Hier die Länge beträgt auch 4,5 cm, aber die Mitte ist 2 mm kürzer als bei diesen Blättern. Und sie beträgt nur 2,3 mm. Weiter habe ich nach der Mitte habe ich dann noch drei Reihen gemacht, habe einen Abstand aus 5 Perlen gemacht und der nächste Abstand war aus 8 Perlen. Und insgesamt habe ich eine Mitte und noch 7 Reihen. Dieses Blatt liegt so. Die Mitte habe ich aus einer großen weißen Perle gemacht und einem Blatt. Die Länge von diesem Blatt beträgt 3 cm, das ist eine Masche und dann noch eine Masche, die hier oben durch diese Perle geht. Dann muss ich alle diese Teile miteinander verbinden. Und dann wird die Blume fertig sein. So sieht es unten aus. Zwei große Blätter und ein kleines Blatt, das eben den Stamm ein bisschen so versteckt. Unter diesem Video lasse ich einen Link, wo ich zeige, wie ich eine andere Orchidee einpflanze. Aber im Grunde genommen mache ich immer das Gleiche bei allen Blumen. Ich wünsche euch viel Erfolg und bis bald.